Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Wir haben heute so schönes Wetter, dass ich eigentlich gar nicht lange in der Küche stehen möchte, sondern lieber etwas mit meiner Familie unternehme. Auf einen Kuchen möchte ich aber trotzdem nicht verzichten, deswegen gibt es heute einen schnellen und leckeren Schokokuchen mit Kokosbaiser. Wir bereiten einen Schokorührteig zu und darauf kommt der Baiser. Lasst uns also gleich anfangen. Noch zuvor abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins meiner nächsten Videos verpasst. Hier sind die Zutaten für den Rührteig. 200 Gramm Butter, 180 Gramm Zucker, 2 Eigelb, 3 Eier, 180 Gramm Mehl, 25 Gramm Backkakao, 10 Gramm Backpulver, eine Prise Salz und 50 Milliliter Milch. Zuerst rühren wir die Butter mit dem Zucker und dem Salz cremig. Nachdem wir die Butter weiß cremig geschlagen haben, geben wir die Eigelb einzeln dazu. Danach geben wir auch noch die Eier einzeln dazu. Als nächstes mischen wir Backpulver und Mehl und geben es dann löffelweise in die Schüssel. Zum Schluss kommen noch Backkakao und Milch dazu. Der Teig ist fertig und kann noch gleich in unsere 26er Springform. Die habe ich schon einmal vorbereitet. Auf den Boden habe ich ein Backpapier gelegt und den Rand habe ich eingefettet und mit Mehl bestäubt. Bevor wir den Teig einfüllen, bereiten wir schon unseren Baiser zu. Dafür schlagen wir 2 Eiweiß mit einer Prise Salz auf und dann lassen wir noch 100 Gramm Zucker reinrieseln. Da wir ein Kokosbaiser zubereiten wollen, fehlen natürlich noch die Kokosraspeln und die heben wir noch schnell unter. Zu guter Letzt verteilen wir unseren Baiser auf dem Schokoteig. Nachdem wir den Baiser verteilt haben, backen wir den Kuchen etwa 45 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen. Der Kuchen ist fertig gebacken und abgekühlt. Nach etwa 25 Minuten habe ich eine Alufolie drüber gelegt, damit der Baiser nicht zu dunkel wird. Nun werde ich noch etwa 50 Gramm Kuvertüre klein hacken und mit etwa einem Teelöffel Kokosöl im Wasserbad schmelzen. Die Kuvertüre habe ich in einen kleinen Spritzbeutel gefüllt, weil ich die so am besten auftragen kann. Doch zuvor bestäube ich den Kuchen noch mit Puderzucker. Wenn die Kuvertüre trocken ist, dann können wir den Kuchen anschneiden. Das ist unser Schokokuchen mit Kokosbaiser, unser schneller Kuchen fürs Wochenende. Das Rezept findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!